Heute 5 Gründe, warum man sich Halo The Master Chief Collection unbedingt kaufen sollte. Halo ist allbekannt für seine gute Kampagne und dessen geschichtlichen Hintergrund. Deswegen kann man sich freuen, dass alle für die Haupthandlung relevanten Kampagnen vorhanden sind. Halo 1 bis 4. Diese sind fast alle mit 180p und 60 FPS spielbar und man kann in Halo 1 wie auch in Halo 2 zwischen der alten und neuen Grafik wechseln, da diese neu aufgelegt wurden. Die Neuauflage Halo 2 Anniversary wird für alle Halo-Fans in der Collection das erste Mal spielbar sein. Ich persönlich finde besonders die Cinematics in dieser Neuauflage sehr beeindruckend. Don't make a girl a promise if you know you can't keep it. Auch nicht zu vergessen sind die 50 Missionen Spartan Ops aus Halo 4, welche auch eine Art Kampagne darstellen. Diese werden im Dezember 2014 verbessert nachgereicht. Also ist die Master Chief Collection auch für Neueinsteiger sehr interessant, da diese nichts Grundlegendes verpassen. Die Spin-Offs wie Halo Reach und Halo 3 ODST sind nicht enthalten, sind aber für das Verständnis der Handlung nicht zwingend relevant. Daher freue ich mich nicht nur auf altbekannte Spieler, sondern auch auf neue Leute, die vorher vielleicht nur auf der PlayStation oder auf dem PC unterwegs waren. Wenn man ein großer Multiplayer-Liebhaber ist, kann man mit dieser Collection bestimmt so gut wie keine Langeweile bekommen. Unterschiedliche Spielvarianten und insgesamt um die 100 Multiplayer-Maps aus allen 4 Halo-Teilen bringen bestimmt für den einen oder anderen sogar einen gewissen Suchtfaktor mit sich. 6 beliebte Halo 2-Maps wurden zudem neu aufgelegt und wurden mit dynamischen Elementen und besserer Grafik optimiert. Und wenn man seiner Kreativität freien Lauf lassen möchte, dann kann man in der sogenannten Schmiede eigene Maps bauen und anschließend zum Download bereitstellen. Schon in der Vergangenheit kamen schon öfters Maps der Community in das offizielle Matchmaking. Außerdem wird es das erste Mal Dedicated Server für Halo geben, was viele frustrierte Halo-Fans ein Lächeln aufs Gesicht zaubern wird, da dies eine bessere Verbindung verspricht und gleiche Voraussetzungen für alle Spieler. Viele haben in den letzten Halo-Teilen ein vernünftiges Rangsystem vermisst. Ein System, welches nicht auf Spielzeit beruht, sondern auf 100% Skill. Dieses System ist zurück und heißt True Skill Ranking System, welches in Halo 2 zum Einsatz kam. Also, man kann in fast jeder Playlist einen Rang von 1 bis 50 erreichen. Wenn man gut spielt, steigt man auf und wenn man wieder schlechter spielt, wird man degradiert. Ein Vorteil ist, dass immer relativ gleich starke Matchmaking gegeneinander spielen. Mit dem Kauf von Halo The Master Chief Collection bekommt man zusätzlich einen Code zu Halo 5 Multiplayer Beta, welcher am 29. Dezember bis zum 18. Januar 2015 laufen soll. Das Spiel Halo 5 Guardians soll laut neuesten Informationen im Herbst 2015 auf den Markt kommen. Neben der Collection gibt es auch noch Ridley Scotts TV-Serie Halo Nightfall, welche eine geschichtliche Verbindung zwischen der Collection und Halo 5 Guardians darstellen soll. Diese kleine TV-Serie soll ab dem Release der MCC wöchentlich erscheinen. Jetzt eine Sache, die mir persönlich sehr wichtig ist, nämlich was braucht man, wenn man online nicht alleine spielen möchte? Genau, eine ansprechende Community. Die deutsche Halo-Community ist nicht gerade die größte, doch eine sehr starke, welche vieles anbietet. Sind es Turniere, YouTube-Videos, Newsseiten und Foren oder einfach die Möglichkeit, einem Clan beizutreten. Und auch jetzt bereiten sie viele auf euch vor. Planen Turniere, bauen Teams auf und. Zusammenfassend kann man sagen, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis sehr gut ist. Rund 70 Euro für 4 vollwertige Spiele, also 4 Kampagnen bzw. Multiplayer, welche alle eine eigene Engine besitzen. Zusätzlich gibt es eine Halo 5 Multiplayer Beta, eine digitale TV-Serie und natürlich uns, die Community. So, jetzt habe ich euch 5 Gründe genannt, warum man sich unbedingt Halo The Master Chief Collection kaufen sollte. 5 Gründe. Es gibt wahrscheinlich mehr. Schreibt mal einen in die Kommentare, der euch sehr wichtig ist und vielleicht auch einen Grund,
warum ihr euch die Master Chief Collection nicht kauft, wenn es der Fall ist. Zum Beispiel kann ich mir vorstellen, dass manche auch zum Beispiel mal gesagt haben, ich kann Halo the Master Chief Collection leider nicht kaufen, weil ich mir die Xbox One nicht leisten möchte oder kann. Schreibt es mal in die Kommentare. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und natürlich, bevor ich jetzt Tschüss sage, der Amazon-Link zu Halo the Master Chief Collection ist in der Videobeschreibung und da könnt ihr euch den vorbestellen bzw. kaufen. Und auf Wiedersehen. Tschüss!